Ohne Managers sind mit den schwierigsten Fragen der Unternehmensführung konfrontiert. Als Unternehmer respektive Unternehmerin geben sie die strategische Stoßrichtung vor, entscheiden über Governance-Strukturen und wie Ressourcen eingesetzt werden sollen. Letztendlich tragen sie aber auch die Verantwortung für ihre Unternehmen und Mitarbeitenden. In Gesprächen mit Ohne-Managern sehen wir, dass viele vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Mit dem St. Galler Ohne-Manager-Forum haben wir nun eine Plattform geschaffen, auf der sich Ohne-Managers persönlich austauschen und gemeinsam lernen können. Man spürt richtig, wie die Gruppe über die Zeit Vertrauen zueinander gefunden hat, Diskussionen intensiver werden und auch kritische Punkte gemeinsam diskutiert werden. Wenn man sich wieder sieht, wieder trifft, man kennt sich bereits, dann kann man auch an vorangehenden Diskussionen anknüpfen, diese vertiefen. Hast du das jetzt umgesetzt? Ja, welche Erfahrungen hast du jetzt damit gemacht? Hat es funktioniert? Hat es nicht funktioniert? Und das macht es natürlich auch außerordentlich spannend, weil es einfach dazu führt, dass die Diskussionen, die werden substanzieller und sie werden tiefer. Also Unternehmensführung in ihrer Quintessenz spitzt sich zu in der Verantwortung einer Person, typischerweise eben im Owner-Manager respektive der Owner-Managerin. Und hier eine Möglichkeit zu bieten, diese schwierigen Entscheidungen mit anderen, die in der gleichen Situation sind, zu reflektieren und von Dritten auch beurteilen zu lassen. Ich glaube, das ist der Mehrwert, den wir schaffen können. Und der ist einzigartig in diesem Setting. Wir haben eine spannende Gruppe von rund 30 Owner-Managern aus mittelständischen Unternehmen aufgebaut. Mitglieder bringen Best Practices, aber auch Themen, die sie aktuell beschäftigen, mit ins Forum ein. So profitiert jeder vom gemeinsamen Austausch und den Erfahrungen der anderen. Mit dabei sind auch immer Top-Referenten, meist Professoren oder Professorinnen, die mit Impulsvorträgen neue Denkanstöße geben oder auch durch Workshops zur Reflexion der Themen im eigenen Unternehmen anregen. Unsere Owner-Manager profitieren von einer Teilnahme, indem sie einen Wissensvorsprung bekommen. Inhaltlich durch den Zugang zu neuestem Wissen, aber auch zeitlich, weil sie früher als andere zu diesem Wissen Zugang finden. Von Natur aus bin ich sehr neugierig und ich habe immer Freude, das Neue zu sehen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gene, die Unternehmer in sich haben. Aber ich war fast ein bisschen wie ehrfürchtig, zu spüren, wie viel Erfahrung da gerade in einem Raum sitzt. Und was da an Substanz kommt, ist wirklich verblüffend. Das Highlight für mich sind das Gefühl vom Flow. Du bist an so einem Tag das Gefühl, wow, da entsteht jetzt richtig etwas Wertvolles. Es ist der magische Moment, wo du merkst, es gibt so ein Joint Learning Experience, wo alle das Gefühl haben, hey, toll, schön, dass ich dabei bin, echt interessant, zum Glück bin ich da.